Freunde, weitere 4 Wochen sind vorbei, das heißt, es wird Zeit, den neuen Trainingsplan durchzugehen. In den nächsten 4 Wochen werden sich die Trainingspläne etwas ändern im Vergleich zu dem, was wir bisher gemacht haben. Wir haben bei den Hauptübungen, also jeden Tag haben wir unsere Hauptkraftübung, in den letzten mittlerweile 8 Wochen haben wir immer mit einem Tempo gearbeitet. Das heißt, wir haben die Wiederholungen einfach mal langsamer gemacht. Egal, ob wir jetzt irgendwo eine Pause eingebaut hatten oder die sogenannten 1,5 Wiederholungen gemacht hatten, die letzten 4 Wochen. Das Ziel dabei war, einfach mal das Tempo mal rauszunehmen, uns langsamer zu bewegen, sodass wir auch an unserer Technik arbeiten können. 8 Wochen haben wir das jetzt gemacht, weil die Technik ist deutlich besser geworden bei allen Hauptübungen. Das heißt, jetzt wird Zeit, das Tempo dann wieder, also das verlangsamte Tempo dann wieder rauszunehmen. Und jetzt wird Zeit einfach mal zu liften. Das heißt, in den nächsten 4 Wochen liften wir einfach mal schwer. Wir gehen auf Kraft, wir gehen auf mehr Gewicht. Jetzt wird einfach schwer geliftet. Zudem fügen wir noch einen zweiten Kraftteil dazu, wo wir einfach uns anfangen, schwerer zu beladen bei den einseitigen Sachen. Das heißt, bei den einbeinigen oder einarmigen Sachen, wenn wir anfangen, uns etwas schwerer zu beladen. Bisher waren die Sachen eher in den Finisher gepackt, wo man weniger Möglichkeit hatte, mehr Gewicht zu nehmen. Die nehmen wir jetzt da jetzt raus, packen sie einfach mal in einen separaten Block, sodass wir anfangen können, uns schwerer einseitig zu beladen. Die Finisher werden komplett umgeändert. Also bisher hatten wir auch oft die sogenannten M-Rap-Sachen, wo wir einfach mal einen Zeitblock hatten und Übungen, wo wir einfach mal gesagt haben, okay, wir machen so viele Wiederholungen, wie es geht, in den 8, 10, 12 oder whatever Minuten. Das nehmen wir jetzt komplett raus und steigen komplett um auf Intervalltraining. Das heißt, wir werden einfach mal komplett mit Intervallen arbeiten, ob es jetzt 20-10 sind, 15-30, wie auch immer. Die Finisher gehen dann eher in Richtung Ausdauer. Hat natürlich damit zu tun, der Frühling kommt hoffentlich in den nächsten Tagen. Wir wollen uns bereit für den Sommer machen. Das heißt, mehr Intervalltraining, mehr Ausdauer, sodass wir dann Richtung Sommer auch noch viel, viel mehr auf die Schiene gehen können. Ich bin sehr gespannt. Mal schauen, was die nächsten 4 Wochen bringen. Also ich denke, einige von euch werden einfach mal die Rekorde, die ihr habt, also die Kraftrekorde, die ihr habt, einfach mal nochmal neu aufstellen. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich auf euch. Bis bald.